Ja, Kupferrohr. Ja, das gibt ein schönes Geweih. Ja, erinnert ihr euch? Ich habe doch schon immer gern gezeichnet und gemalt. Am liebsten röhrende Hirsche. Aber die waren mir irgendwann mal zu flach geworden. Ich hätte sie lieber anfassbar gehabt. Und so bin ich dann zu einem Bildhauer geworden. Das hier ist meine erste Skulptur. Der röhrende Hirsch in 3D. Ja, warum nicht aus Blech? Aus Metall, nicht? Hier, sowas hat man doch immer zu Hause. Alte Wannen, Töpfe, Rohre, Schrott eben. Und was braucht man noch? Werkzeug. Ganz normales Werkzeug. Nicht? Bohrmaschine, Hammer, Zange, Blechschere, Eisensäge und natürlich, ja, eine Lötlampe. Löten muss man können, ohne sich zu verbrennen. Aber das ist ganz einfach. Löten heißt ja, zwei Metallteile zusammenzubringen. Aber nicht mit Klebstoff, sondern mit einem anderen Metall. Mit Lot, das ist meistens Zinn. Ja, und außerdem braucht man noch ein Flussmittel. Damit schmiert man die Lötstelle ein, so, damit sie schön sauber ist. Ja, und jetzt wird's heiß. Ja, sogar sehr heiß. Ja, immer heißer, immer heißer. So, dass jetzt das Lot, das halte ich jetzt mal dran, dass das Lot schmilzt. Da. Und da, seht ihr, das läuft in die Rille hinein, in die Fuge da. Ja, und jetzt Flamme aus. Das Ganze kühlt sich ab und ist bombenfest. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, so eine Plastik kann man sich doch jetzt in den Garten stellen. Nicht? Macht was her, die hält lange und vor allen Dingen sie ist billig. Herr Lustig, wenn ich nicht irre. Ja, so heiß ich. Das dachte ich schon. Das sieht man ja an ihrer Schrottplastik. Aber was sieht man und wieso überhaupt Schrottplastik? Ist doch hübsch geworden. Natürlich, ja. Natürlich. Aber erlauben Sie, dass ich mich erstmal vorstelle. Ja. Mein Name ist Schmidt Schablonski, Kunstkritiker am Bärstädter Tageblatt. Ah, und ja. Was Sie hier wirklich ganz außergewöhnlich, ja. Was Sie hier bauen, nennt man im Kunstbetrieb eine Schrottplastik. Kunstbetrieb? Ja, Kunst. Sehen Sie, dieses Tier hier. Ein Hirsch, ein röhrender Hirsch. Ah ja, das ist doch die Weiterentwicklung bestehender biomorpher Formen. Ja. Und das ist ein wesentlicher Aspekt der Bildhauerei. Das Objektivieren des Gesehenen durch dessen stoffliche Vergegenständlichung. Und deshalb, Herr Lustig, und deshalb ist das hier ein Kunstwerk. Und deshalb bin ich hier, Herr Lustig. Wie Sie wissen, soll auf dem Bärstädter Marktplatz ein Denkmal errichtet werden. Heinrich der Bär, ein großer Held der Stadt, soll geehrt werden. Und ein Bärstädter Künstler soll dieses Denkmal errichten. Es wird eine Ausschreibung geben, einen Wettbewerb und eine Jury, die den Glücklichen erwählt. Sie wurden doch schon bekannt durch Ihre Hirschgemälde. Ihre Bilder hingen doch schon in der Galerie Guggelheimer. Und deshalb bin ich hier. Machen Sie mit. Bewerben Sie sich. Ja? Nächste Woche sollten Sie ein Modell Ihres Entwurfs eingereicht haben. Und dann wird entschieden. Herr Lustig, erschaffen Sie ein Denkmal. Und Herr Lustig, nicht zu modern. Sie wissen schon. Ja. Schon da. Ich weiß überhaupt nichts. So schnell wird man zum Künstler. Na gut, werde ich eben Bildhauer. Vielleicht sogar ein berühmter. Aber es ist auch nicht so einfach. Kunst kommt von Können, nicht? Muss man studieren und üben. Ja, wie macht man ein Denkmal? Was für ein Stil? Was für ein Material? Tja, Stein. Warum nicht? Immerhin war ja Obelix einer der ersten Bildhauer. Und seine Hinkelsteine stehen immer noch herum. Aber natürlich war er nicht der Erste. Schon 4000 Jahre vor ihm haben die alten Ägypter die Sphinx gesteinmetzt. Und die Nofretete. Immer war es eine Art von Heldenverehrung. Oder es waren Götter, wie die hier im fernen Osten, die man sich so vorstellte. Chinesische Kaiser nahmen ganze Armeen von Kriegern mit ins Grab. Aus gebranntem Ton, Terrakotta. Heute macht man Blumentöpfe draus, aber das wäre wohl nicht das Richtige für meinen Helden.
Mit den alten Griechen und Römern ging es dann so richtig los. Jeder Held und Kaiser, der was auf sich hielt, ließ sich verewigen. Als Skulptur oder als Relief auf großartigen Bauwerken. Manches ist natürlich etwas zerbröselt nach über 2000 Jahren. Würdevoll stehen sie aber immer noch da. So könnte auch mein Heinrich der Bär dastehen. Aber erstmal muss ich ihn machen. Vorbilder habe ich ja genug, auch aus neuerer Zeit. An jedem gotischen Dom finden sich solche großartigen Skulpturen. Aber dann, so vor etwa 500 Jahren, wurden die Bildhauer mutig. Nicht nur Heilige und Helden, sondern ganz normale Menschen wurden so abgebildet, dass man sah, was sie fühlten. Rodin war so einer. Die Skulptur hier heißt Der Kuss. Diese Ziege hier ist doch noch viel ziegiger als eine echte. Ist ja auch von Picasso. Und diese rundlichen Fabelwesen sind auch gebildhauert von Niki de Saint-Phalle. Schön und weiblich und fantasievoll. Aber mein Heinrich der Bär soll doch eher was Männliches haben. Den Tingeli mag ich ja am liebsten. Der arbeitet auch mit Schrott und seine Skulpturen bewegen sich sogar. Ja, aber was mache ich jetzt? Ich habe mich entschieden. Mein Denkmal soll Heinrich den Bären ganz würdig darstellen. Einen tapferen Ritter eben, ne? Aber trotzdem sympathisch. Ja. Diese Auswahlkommission will ja nun von mir ein Modell sehen. Soll sie haben, das mache ich aus Knete. Das geht schnell und ist einfach. Ne? Ja, ich musste mich ja erstmal mit meinem Helden befassen, hier mit dem tapferen Ritter Heinrich dem Bären im Jahre 1065. Das ist nun fast 1000 Jahre her. Befreite Heinrich der Bär Bärstadt. Und zwar so, sein Pferd war geflohen, er griff sich einfach einem Bären. Die liefen damals noch so rum, setzte sich drauf und zog dem Feind entgegen. Die Krieger hinter ihm her und er gewann die Schlacht. Das ist schon mal der Bär hier. Jetzt der Ritter selbst. Den mache ich in Grau hier. Und wichtig ist nur bei all diesen, dass man immer wieder knetet, knetet, knetet. Das macht das Material weich. Formbar, nicht? Also, ja, so ungefähr kommt es schon hin. Ja, machen wir eben mal einen Kopf in rötlich. Ja, und jetzt, den Trick kennt ihr sicher schon, einfach ein Stück zwischen den Handflächen rollen, immer wieder rollen, dann wird eine Kugel draus. Nicht? Das ist schon mal ein sehr schöner Ritterkopf. Genau. Ja. Jetzt noch eine Nase, alles kein Problem. Auch wieder ein bisschen rollen. Ja, schon hat er eine Nase. So, jetzt die Augen, kleine weiße Augäpfel, ja, kriegt er noch Pupillen, ja, jetzt guckt er, gut, jetzt ein Helm braucht der Ritter auch, nehmen wir uns wieder das Graue, rollen, sehr schön, haben wir eine Kugel, die werden wir einfach mal in der Mitte durchschneiden, so, und drauf damit, ja, putzig sieht er aus. Ja, wenn der Rest jetzt noch dazu kommt und er hier oben drauf sitzt, ja, sehr hübsch. Dann kommt er in den Backofen. Eine halbe Stunde lang bei 130 Grad. Da wird er hart und stabil für die Ewigkeit. Bin mal gespannt, was dieser Kunstkritiker, der Schmidt-Schablonski, dann davon halten wird. Ja. Es hat was, durchaus. Mhm. Nur sehen Sie, es fehlt Ihrem Heinrich eine gewisse Erhabenheit. Er scheint mir noch zu freundlich. Wo bleibt die Botschaft, Herr Lustig? Das Heldenmäßige, das Imposante. Und außerdem könnte es ruhig ein bisschen abstrakter sein. Ja. Etwas moderner. Und natürlich nicht aus Knete. Ah ja, ja, ich verstehe. Gut. Ein moderner Ritter wird es werden. Und zwar aus Stein. Das macht was her, das hält ewig. Ja, ich verspreche Ihnen, nächste Woche liefere ich Ihnen Ihren Ritter. In Lebensgröße und aus Marmor. Donnerwetter. Ich kenne da einen Bildhauer, den alten Fernbach. Der kann mir doch erzählen, wie man sowas macht. Kann doch so schwer nicht sein. Wie geht's bei dir? Ja, es wird. Ja? Ich muss ja erstmal skizzieren, was ich machen will. So, nicht? Oh, meine erste Stunde
bei Meister Fehrenbach in seinem Bildhaueratelier. Das hier ist ein Übungs-Marmorklötzchen. Und jetzt will ich mal lernen, wie das geht. Nicht? Da ist schon mal der Ritter so ungefähr, könnte ich mir das vorstellen, als Übung. Nicht? Der Ritter ist hier schon drin. Ich muss nur noch den Rest weghauen vom Marmor. Das kann ja so schwer nicht sein. Meister, was nehme ich denn jetzt für einen Meißel? Für das Grobe hier? Ja, ich pass mal auf. Fürs Grobe, das sind die zwei Dinger. Aha. Das ist das Bosseneisen. Und wie macht man das? Und damit. So, ein Schlag. Gut, weg. So, fürs Grobe. Gut. Ja, so. Und jetzt weg mit dem Ding. Na, so schnell. Ach. Doch, es hat funktioniert. Ja, nochmal. Aber Meister, was ist jetzt mit den Feinheiten? Da soll ja nun nicht immer gleich so viel wegfliegen. Ja, dann ist man so ein Spitzeisen, so ein kleineres, und kann auch einen kleineren Hammer nehmen. Aha. Und dann fängt man an, wie ein Stein, wie modellieren. Wie modellieren, aha. Ja, ja, das ist auch schon mal viel handlicher. Ja. Ja. Also modellieren wir mal. Ja. Ja, gar nicht so. Ja. Ach, Meister, Sie haben da noch so schöne andere Hämmer. Dieser Holzhammer, wozu ist denn der gut? Ja. Ja, damit habe ich die Flächen. Die Flächen? Ja, das ist ein Zahneisen. Aha. Das ist ein Lüftel. Ach ja, ein Meißel mit Zähnen vorne. Ja, wenn ich das jetzt weiterarbeiten will, Pfeiler, dann haue ich mir hier eine Fläche zurecht. Aha. Und wenn ich sie dann noch präziser führen möchte, ja, so eine Fläche. Ja. Da habe ich dann hier noch den Stockhammer. Das ist ein komischer Hammer. Naja, funktioniert wie eine Feile. Eine Steinfeile. Ja, ja. Na dann. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das das richtige Material ist für mein Denkmal. Also erstmal ist ja die Bearbeitung ein bisschen mühsam. Ja, und dann zum anderen, das hält ja nicht ewig, so ein Marmorklotz. Die schönsten Statuen, sie zerbröseln doch im Laufe der Zeit. Ja, schon wegen der Umweltverschmutzung, der modernen. Und dann der Taubendreck, frisst doch alles weg. Ja, dagegen, sowas da. Das ist Bronze. Ah ja, eine Bronzeplastik. Naja, die ist natürlich haltbarer, nicht? Schweres Metall macht auch was her, nicht? Und man hat nicht so viel Arbeit damit, nicht? Ja, das mag schon sein. Aber die Leute in der Gießerei, die haben die Arbeit. Das trifft sich. Die Gießerei arbeitet auch gerade an einem Helden. Das hier ist die Skizze. Der heilige Georg als Drachentöter. Und da steht er schon. Maßstab 1:1, also in Lebensgröße, aber aus Styropor. Schauen wir doch mal zu. Stückweise wird er weiter bearbeitet. Hier kriegt der Drache erstmal eine Jute-Schicht draufgepackt und darauf kommt eine Schicht Knete für die Feinarbeit. Und Himmel, darauf noch eine Schicht Silikon. Das bleibt ja nach dem Trocknen flexibel und wird die Form bewahren, denn jetzt kommt auch noch Gips auf das Ganze. Jetzt haben wir also das Styropor in der Mitte und die Knete drumherum. Das kommt alles weg und übrig bleibt die Silikonfolie in ihrem Gipsbett. Den Knetekopf braucht man jetzt auch nicht mehr, denn die Folie ist jetzt die Negativform. Die wird mit Gips ganz penibel ausgepinselt und gefüllt. Die andere Hälfte kommt drauf und raus kommt der heilige Georg als positiv in Gips. Der Künstler ist noch nicht ganz zufrieden, ja? So, jetzt wird gegossen. Der Kopf kommt in einen Spezialsand. Zement ist auch noch mit drin. Noch ein Puder drauf, damit sich später alles besser trennt. Und jetzt wird noch ein Kern eingebaut. Eine Konstruktion, die später den Hohlraum schafft in der Skulptur. Ganz vorsichtig wird dann etwas Sand von den Rändern weggenommen. Da soll ja die Bronze hin. Wandstärke etwa 6 mm. Jetzt kommt der Kern hinein, obendrauf die andere Hälfte der Form und jetzt wird endlich gegossen.
Bronze. Eine Mischung aus Kupfer und Zinn. 1200 Grad heiß. Nach 20 Minuten hat sich's abgekühlt. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Naja, sieht noch nicht so toll aus. Aber das ändert sich noch. Jetzt wird getrennt, gereinigt. Die Rinder werden geschliffen, alles wird mit Säure und Patina behandelt. Die anderen Teile des Ritters natürlich auch. Und dann ist irgendwann der große Moment gekommen. Der heilige Georg wird zusammengesetzt. Zusammengeschweißt, genauer gesagt. Auch wieder mit Bronze, damit man die Nähte nicht sieht. Tja, es ist doch eine Menge Arbeit, so eine Bronzeskulptur. Ein halbes Jahr lang hat die Gießerei daran gearbeitet. Aber mein Heinrich der Bär ist ja nicht so aufwendig. Und wie haben die hier angefangen? Mit einem Modell im Maßstab 1:1 aus Styropor. Na, das kriege ich doch auch selber hin. 1:1, ja, sehr schön. So wird mein Heinrich der Bär auf dem Marktplatz stehen. Natürlich in Bronze gegossen. Das ist ja nur ein Modell für die Gießerei. Und da habe ich mir das einfach gemacht. Styroporklötze und Maschendraht und Gips einfach zusammengekleistert. So, das Bein fehlte noch. Ja. Und wenn der Gips trocken ist, lässt er sich sehr schön bearbeiten. Mit dem Messer oder mit einer Raspel, nicht? So. Ja. Schön. Aber Moment, hier müsste noch ein bisschen Gips dran. Na, rühren wir uns noch was an. Ihr wisst ja, wie es geht, nicht? Nein. Ich zeige es lieber noch mal. Man nimmt sich so eine Gummischüssel, damit man die harten Reste wieder rauskriegt. Dann Wasser hinein. So. So viel, wie man nachher Gips braucht. Und jetzt der Gips dazu. Und zwar streuselt man den so hinein. Er muss quasi im Wasser ersaufen. Ja, denn sonst gibt es hinterher Klümpchen. Ja. So. Fertig. Jetzt umrühren. Ja. Ja, jetzt ist er gut. Und drauf damit. Mhm. Ja, so macht Modellieren Spaß. Ja, sehr schön. Ja, schon besser, Herr Lustig. Ha, so muss ein Denkmal aussehen. Ja. Eindrucksvoll. Erhaben. Auch die Größe stimmt. Mhm. Nur das Material. Gibt's so ein Styropor. So wird der Heinrich Wind und Wetter nicht lange aushalten. Aber Herr Schmidt-Schablonski, das ist ja nur ein Modell für die Kunstgießerei. Ich habe mich nämlich entschieden für eine Bronzeskulptur. Ja. Ein edles Material für einen edlen Ritter. Ja, aber ein teures, ein zu teures. Wie zu teuer? Naja, sehen Sie, die Stadtkasse hat für das Denkmal nur beschränkte Mittel zur Verfügung gestellt. Eine Bronzeskulptur aber in der Größe, da kommen Sie leicht auf etliche zigtausend Euro. Das kann sich Bärstadt nicht leisten. Herr Lustig, er tut mir leid, da müssen Sie sich was Preiswerteres ausdenken. Schade. Eindrucksvoll sollte es doch sein, das Denkmal. Und lange halten. Wir wären natürlich Metall. Das Beste gewesen. Obwohl, es muss ja nicht unbedingt Bronze sein. Ne? Ich meine, Eisen ist ja auch Metall und hält lange. Auch verrostetes Eisen. Ah, ich verstehe. Sie haben an eine Schrottplastik gedacht. Ja, weitermachen. Weitermachen. Ja. Na ja, Schrott habe ich ja genug. Ne? Tja, und das Beste ist, er ist umsonst. Und er hat noch einen Vorteil. Die Form ist meist schon da. Man muss nur ein bisschen Fantasie haben, nicht? Ich meine, der Ritter ist hier schon drin begraben, in diesem Schrotthaufen. Ich muss ihn nur rausholen. Ja, hier zum Beispiel, das alte Spaghetti-Sieb. Ist doch schon mal ein prima Ritterhelm. Ne? Ja, und hier, zwei Augen, das sind doch schon zwei Augen und dazu hier eine Nase, ja. Und ein Schnurrbart, hat der Ritter schon mal ein Gesicht, nicht? Und hier ein Ritterfuß vom Feinsten.
Ja. Also, kein Problem. Mein Ritter wird ein Schrottritter. Es wird nicht unbedingt ein Denkmal, aber ein Kunstwerk. So, und du, mein Lieber, du kriegst jetzt dicke, kurze Beine und wirst ein Bär. Ja. Ja. Jetzt werkeln überall in Bärstadt die Künstler an ihren Heinrichen. Bin mal gespannt, wer den ersten macht. Vielleicht wird man ja meinen Ritter aufstellen auf dem Marktplatz bei der feierlichen Denkmalsenthüllung. Meine Damen und meine Herren, liebe Bärstädter, werte Ehrengäste, ich habe heute die Ehre und das Vergnügen, ein Denkmal einweihen zu dürfen für den berühmtesten Sohn und Helden unserer Stadt, Heinrich den Bären. Unter vielen Entwürfen hat unsere Jury das Werk des vielversprechenden Künstlers lustig ausgewählt. Ich gratuliere. Ich wusste es. Wir werden jetzt das Werk seiner Bestimmung übergeben. Bitte. Na, kräftig ziehen. Ja, ziehen Sie doch. Links nehmen Sie das Tuch herunter. Ja. Ach ja, ein Denkmal, das er bewegt, finde ich komisch. Dem Heinrich hat's gefallen. Naja, ein Denkmal ist es ja nicht geworden. Aber ich finde Denkmäler sowieso langweilig. Das ist eher Kunst, nicht? Aber eine, die Spaß macht. Und ich wette, das könnt ihr auch. Ja, mit ein paar alten Konservendosen und ein paar Töpfen aus der Küche. Aber vorher abschalten, ja.